Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Betrayal at Condor. So, wir wissen jetzt, wo die Hand ist. Sie wurde verkauft an einen gewissen Glover, der in Newton wohnt. Da werden wir uns mal jetzt hinmachen und den suchen. Halt. Was war das für eine? Ach, das war Malaxcross. Okay. Wo war die Taverne? Da war sie. Ja, wer kann uns denn jetzt was davon erzählen? Das Lachen von Männern war zu hören. Die Geschichte klingt ja ganz lustig, sagte James. Würde es euch etwas ausmachen, sie noch einmal zu erzählen? Der Mann schaute sich nervös um. Nein, ich bitte, sagte James mit dem wärmsten Lächeln, dessen er fähig war. Glaubte zu wissen, warum der Mann so nervös war. Nun, in Ordnung, ich habe den Burschen hier gerade vom alten Glover erzählt. Der hat doch tatsächlich 150 Golddukaten für die Hand eines toten Mannes bezahlt. Hat gedacht, es sei eine herrliche Hand oder sowas ähnliches. Dachte, er könnte sie für viel Geld wieder verkaufen. Denke ich mir. James dankte dem Mann für die Informationen und die Zeit, die er sich genommen hatte. Abendessen. Da hatte eben keiner geöffnet. Der Mann an der Tür bekam einen Wutanfall. Ihr, schrie er und zeigte dabei auf James. Die Hand, die ihr mir verkauft habt, war total wertlos. Es war gar keine herrliche Hand. James machte einen Schritt zurück. Ich fürchte, ihr verwechselt mich mit jemandem. Ich habe wirklich keine Ahnung, wovon ihr sprecht. Aber habt ihr nicht etwas über eine Hand gesagt? Wir werden sie von euch zurückkaufen. Ich habe das wertlose Ding in einem ausgetrockneten Brunnen in Lython geworfen. 150 Golddukaten, so viel habe ich dafür bezahlt. Und ihr wollt mir erzählen, dass ihr mir ein Geld zurückzahlt, wenn ich sie für euch aus dem Brunnen fische? Aber sicher doch. James nickte. Der Mann schaute sie misstrauisch an und drohte ihnen, sie aufzuknüpfen zu lassen, sollten sie nicht hier sein, wenn er zurückkehre. Dann zog er los. Einige Stunden später kam er mit einem kleinen Beutel aus Sackleinen zurück. Er stellte ihn polternd auf den Tisch und wandte sich James zu. Hier ist eure Hand. Jetzt gebt mir mein Gold zurück. Ich habe euer Gold nicht genommen. Also lasst uns dies als einen Kauf ansehen. Wie wär's? Fragte James. Ihr könnt es nennen, wie ihr wollt. Wo verdammt nochmal ist mein Geld? Brüllte der Mann. James zog das Geld aus seinem Beutel und ließ es auf den Tisch fallen. Der Mann raffte es habgierig zusammen und befahl ihnen, so lange zu bleiben, bis er das ganze Geld gezählt hatte. Mensch, Kerlchen, stell dich doch nicht so an. Da ist er. Knochenhand. James betrachtete das verrottete Ding. Es war gelb und mit Schimmel überzogen. Eines Tages würde seine Hand auch so aussehen, vorausgesetzt, dass niemand seine Leiche einfach für die wilden Tiere liegen ließ, die sie ihres Fleisches berauben würden. Selbst dann würde sich auf seinen knöchernen Überresten Schimmel bilden. Eieiei, was für rosige Aussichten. Ja, jetzt haben wir schon Nacht, warten wieder auf den nächsten Morgen.
Dann wollen wir mal zurück nach Sethanon. Und die Hand wieder in das Grab legen. Damit die Seele von ihm endlich Ruhe findet. Tja, welches war das das nochmal? Nee, das ist das Falsche. Das ist auch das Falsche. Gerald Lycroft, das ist er. Die Spitze von Goras Schaufel war auf etwas Hölzernes gestoßen. Er benutzte seine Hände, um die weiche, lose Erde wegzufegen und wischte sich mit dem Hemdärmel den Schweiß von der Stirn. Dann kletterte er aus dem Loch heraus, das er gerade gegraben hatte. Er deutete jemanden an, ihm die Hand zu bringen, während er den Deckel des vermoderten Sarges vorsichtig aufbrach. Ohne ins Innere zu schauen, ließ er die Hand daraufhin in den Sarg fallen und schloss den Deckel schnell wieder. Ruhe, jetzt in Frieden, Jared, flüsterte Owen. Nun los, lasst uns das Grab wieder auffüllen und von hier verschwinden. So, das teilen wir natürlich direkt mal der Nia mit, damit sie ihren Laden wieder aufmacht. Hallihallöchen. Ich weiß nicht, wie ihr es fertiggebracht habt, aber Gott segne euch. Ich habe seit Stunden kein Klopfen oder Poltern aus meinem Laden gehört. Das erste Mal seit Wochen. Nachdem ich etwas Staubgewicht habe, sollte ich wieder eröffnen können. Da ich sehe, dass ihr euren Teil der Abmachung erfüllt habt, werde ich auch meinen erfüllen. Wie ihr es wünschtet, könnt ihr den Galon-Leitbringer haben, von dem ich euch erzählte. Habt nochmal Dank. Und besucht jederzeit den Laden auf der anderen Straßenseite. Ich verspreche, dass ich euch die besten Angebote machen werde, die ihr finden könnt. Habt Dank, meine Dame. Es war uns eine Ehre, euch zu Diensten zu sein. Ja, das schauen wir doch direkt mal vorbei. In ihren schicken Laden. James wartete an der Tür. Weniger als eine Minute später kam Nia mit einem großen Satz Schlüssel in der Hand, die von einem Messingring baumelten, vom Gasthaus zu den 6 Zehen angelaufen. Ich werde die Tür im Nu für euch geöffnet haben, sagte sie und begann nach dem passenden Schlüssel zu suchen. Ah, hier ist er ja. Sie steckte den Schlüssel ins Schloss, rüttelte ein paar Mal daran, bis er klickte und stieß die Tür dann auf. Sehr schön. Günstige Sachen, wie ihr schon seht. So, und die kauft, glaube ich, alles an. Oh, wir haben eine neue Waffe. Die schauen wir uns gleich mal genauer an. Was hat das nochmal? Ich glaube, das hat Sch Schlösser knacken hochgemacht oder sowas. Das hat Licht hochgemacht. Brauchen wir nicht. Hier, diese tolle Hand. Ah, endlich wieder was mehr Platz. Ja, damit kann ich die Schwerter verstärken. Schutz auf denen ist drauf. Komm, leg das mal darüber. Weil wir werden uns jetzt mal ranmachen und die. Hä? Ich sehe jetzt Altmeister Zauberfrost zum ersten Mal. Da müssen wir genau untersuchen. Ah, das muss auf Schwert drauf. Okay. Leitbringer. James hielt das zweischneidige Schwert mit seinem Säbelkorb in die Luft, um es zu untersuchen und bedachte es dann mit einem Nicken. Die zahlreichen scharfen Zähne entlang der Schneide der Waffe garantierten einen tiefen Schnitt, wenn das Schwert richtig geschwungen wurde. Ey, nicht schlecht. 29 und 15. Auf jeden Fall besser als das. Ah, das ist was genauer. Das ist jetzt die Frage. Ja, dann kann er besser seine Fähigkeit hochbringen, wenn er das nimmt. Was war das jetzt, ne?
und du kriegst den Leitbringer. Und die Klinge verkaufen wir. Schwert des Kinnur. Zwar sehr gute Waffe, aber... naja. Immerhin. 25 davon, 22. Reicht alles aus. Dann sollten wir jetzt mal ein paar Waffen damit belegen. So. Weil wir werden jetzt gegen diese Geister kämpfen, um hoch nach Sethanon zu kommen. Das wird auf jeden Fall lustig. Na, der hat wieder mal keinen Platz mehr. Muss mal ein bisschen was loswerden. So, hat er eins von diesen Zauberteilen genommen für stärkere Zaubersprüche. Ja, ist die Frage, soll ich irgendwann die Quest mit diesen blöden Rüstungen machen? Ich glaube, das ist eine Quest, die lasse ich einfach aus. Ich könnte jetzt zwei hier hinsetzen. Dann hätte ich schon wieder ein Platzproblem. Komm, die werden verkauft. Weg damit. Die Quest lasse ich aus. Das geht nur darum, dass man dann nicht mehr von dieser Patrouille auf beiden Seiten von Lüten halt attackiert wird oder halt für so Geld eintreiben wollen. Das brauchen wir nicht unbedingt. So, dann wollen wir mal ordentlich... Habe ich da noch was gehabt? Rambazamba machen. Das kann alles so bleiben. Ja, Bösartiges im Norden. Haha, 5 Stück, jetzt geht's los. So, ja, Nahkampfwerte erhöhen. Ah, ich hätte den roten Trank nehmen müssen. Ich Trottel. Kann ich ihn jetzt noch wechseln? Ne. Ah doch, hat er hier drin. Super. Aber wenn ich den jetzt nehme, kostet das mich da wahrscheinlich einmal benutzen, richtig? Ja. Puh. Da geht's schon los. Na, auf jeden Fall Rosalke als Unterstützung. Kann ich noch einen herzaubern? Ja, sehr gut. So, und jetzt einen schönen fetten Schadenszauber.
unglücklicher Fluss, der war ziemlich cool. Tja, Energie sieht nicht gut aus. Einen hätten wir schon mal. Zwei, sehr gut. Ja, und da war es nur noch einer. Gehen wir doch direkt mal auf Fernkampf. Boah, die Werte sind bei dem voll im Keller. Nicht gut. Müssen wir danach direkt mal resten. Ja klar. Gar nicht gut. Da war es mit James wieder mal. So ein Mist. Ja, das ist echt schwierig, da hoch nach Sethanon, aber da oben gibt es halt was Cooles zu holen. Und deswegen, ja, wir sollten erstmal voll resten. Halt, vorerst nimmst du hier bitte was ein. Zwar hier von 1. Sehr gut. Ah, direkt wieder angegriffen. Flucht. Mist, wir können nicht fliehen. Ah, wieso können wir nicht fliehen? Sein Schnellherrscher dröhnte ihm in die Ohren, aber er zwang sich zur Ruhe, zwang sich erneut, oder was dort. So zum Teufel kam Flucht nicht in Frage. Weil er im Arsch ist, sehr wahrscheinlich. Verdammte Hacke. Tja, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, damit habe ich mich gerade gewiped. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Ach du Scheiße. Boah. Wir brauchen auf jeden Fall Unterstützung. Scheiße. Ich glaube, das war's. Ach du Jemine. Und ich habe natürlich nicht gespeichert davor, ne? Das war natürlich wieder sehr clever. Tja, fällt mir eigentlich nichts anderes ein, außer massig
Salkis da hochbeschwören. Dass die da niedermachen. Das gibt's da nicht. Und finito. Ja, übelst geweibt. Der Tod kam schnell. Ja, schade, damit war's aus. Aber das war auf jeden Fall Nias Quest. Ich werde einfach mal zu der Stelle wieder hinspielen. Bis zum nächsten Mal, euer Chojin.